tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Latios vor. Latios ist ein legendäres Drache-Psycho-Pokémon und hat eine Schwäche gegen Drache, Fee, Eis, Unlicht und Geist, eine Resistenz gegen Feuer, Wasser, Pflanze, Elektro, Psycho und Kampf, sowie eine fähigkeitsbedingte Immunität gegen Bodenattacken. Wie die meisten legendären Pokémon glänzt Latios mit einer starken Basiswertsumme von 600 Punkten. Hierbei sind Spezialangriff, Spezialverteidigung und Initiative besonders ausgeprägt, wobei die restlichen Werte immer noch durchschnittlich sind. Seit Omega Rubin und Alpha Saphir kann Latios eine Mega-Entwicklung zum Mega-Latios machen, was gerade alle seine Werte mit Ausnahme der Initiative nochmal schön pusht. Bei der Mega-Entwicklung ändert sich weder Typ noch Fähigkeit, weswegen man Mega-Latios genauso spielen kann wie das normale Latios. Mit der Mega funktioniert lediglich eine andere Spielweise, auf die ich jedoch erst eingehen will, wenn ich mein anderes Latios mal vorstelle. Die EV verteilen wir hier voll in Spezialangriff und Initiative, dazu ein scheues Wesen, um die Initiative zu maximieren. Bei den Attacken kann man sich in Latias Moveset wieder schön austoben. Drachenpuls und Psychoshock sind hier die Mainstep-Attacken. Donnerblitz und Spukball sind Coverage. Alternativ kann man hier allerdings auch Draco-Meteor und Psychokinese als Step spielen. Ich würde jedoch jederzeit dazu raten, Psychoshock zu nutzen, damit man an Pokémon wie Chanera vorbeikommt. In den Coverage-Attacken kann man auch Attacken wie Eisstrahl, Strauchlasse und Surfer mit einbauen. In einem Regenteam gespielt kann man auch Surfer und Donner als Coverage-Attacken nutzen. Wie ihr das zusammenstellt, bleibt euch überlassen. Bei den Items haben wir nun die Qual der Wahl. Ich gehe hier einfach mal von vorne bis hinten alles durch. Expertengurt ist bei guter Coverage ein durchaus sinnvolles Item, da effektive Attacken so einen 20% Schadensboost bekommen. Lebenorb verstärkt alle Attacken um 30%, aber jede Attacke kostet auch 10% der maximalen KP. Der Latios Need lässt Latios seine Mega-Entwicklung vollziehen. Schlauglas verstärkt einfach alle speziellen Attacken um 10%. Das ist zwar etwas schwächer als der Mega-Entwicklungspush, allerdings ist das durchaus eine sinnvolle Alternative, falls ihr ein anderes Mega in eurem Team spielen wollt. Walschall erhöht Latios Initiative um 50%, wodurch er ziemlich alles überholt, was keine Prio hat. Allerdings kann er dafür nur noch eine Attacke nutzen. Mit einem Walschall würde ich hier außerdem zu einem mäßigen Wesen raten. Eine Offensivweste verstärkt Latios sowieso schon starke Spezialverteidigung bis zu einem Punkt, an dem ihn spezielle Attacken nicht mehr so wirklich interessieren. Seelentau ist ein Item, das nur auf Latios und Latias wirkt und erhöht den Spezialangriff und die Spezialverteidigung um 50% und das ohne Nachteile. Dieses Item sollt ihr jedoch nur nutzen, wenn auch große Legenden wie zum Beispiel Rayquaza im Kampf mitmischen dürfen. Walglas wirkt analog zum Walschall auf den Spezialangriff. Das Schluckraut ist hier noch mit aufgeführt für den Fall, dass ihr lieber mit Draco Meteor spielt, damit ihr euch einmal den Spezialangriff wieder resetten könnt. Latios ist alles in allem ein sehr vielseitiges und starkes Pokémon. Daher gilt für ihn auch wieder dasselbe, wie für alle anderen Sweeper gilt. Packt ihn einfach in ein Team rein, das noch einen starken speziellen Angreifer braucht. Latios wird sich hier selten enttäuschen. Das war's von meinem Latios und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.